Es geht weiter mit den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute mit einer Ware, die ja perfekt zum warmen Wetter passt, nämlich der Eiscreme. Heute zeige ich euch, wie ihr das Ganze quasi, die ganze Produktion aus einer Hand gestalten könnt. Das heißt, wie zum Beispiel die Produktion von Milch eurer Produktion bei den Zitrusfrüchten hilft. Das ist ganz cool. Das funktioniert sehr, 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 sehr gut bei der Eiscreme. Und deshalb bleibt gespannt. Wir starten rein. Let's go. Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Woche haben wir uns eine Lebensqualitätsware für die, oh, das ist ein Berg, für die Investoren angeguckt. Und zwar die Filmrollen. Heute machen wir ähnlich weiter, aber wir kümmern uns um die Ingenieure und zwar um die Eiscreme. Dazu muss man sagen, die Eiscreme braucht man natürlich, wenn man das Ganze möchte, auch wie die Artistas, das ist aber nur Zufriedenheitsware, deshalb versorge ich die überhaupt gar nicht. Deshalb heute Eis nur für die alte Welt, ist aber komplett egal, die Produktion bleibt die gleiche. Wir gucken uns einmal, wie immer zu Beginn, mal die Produktionskette an sich an und die sieht doch relativ kompliziert aus. Wir brauchen Milch, die kriegen wir irgendwie aus einer Rinderfarm mit Strom. Wir brauchen Schokolade und wir brauchen Zitrusfrüchte. Schokolade und Zitrusfrüchte kennen wir bereits. Ich habe auch ein Video zur Schokolade schon gemacht. Ich verlinke euch das oben in der Infocard. Wir gehen hier in dem Zuge natürlich aber nochmal kurz darauf ein, wie ich das Ganze mache. Es gibt sowohl eine Variante mit Speicherstadt als auch eine ohne. Wir fangen aber an ganz oben mit der Milch. Milch produziert ihr, wenn ihr eine Rinderfarm habt und diese Rinderfarm an den Strom angeschlossen ist. Also die Rinderfarm quasi ja, elektrifizierte Weiden hat. Das heißt, ihr baut diese Rinderfarm, die ist an den Strom angeschlossen und dann habt ihr hier eure ganz normalen Felder. Eins fehlt noch. Und das, sobald das Ding dann Strom kriegt, keine Ahnung, wenn der hier mal Bock hat, sorgt dafür, dass die Weiden, nicht die Rinderfarm, Milch produziert. Jetzt ist es so, die Rinderfarm an sich kann stehen, das heißt, die muss nicht laufen. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, wenn euer Lager voll ist. Die Weiden produzieren trotzdem ganz stinknormal Milch. Wofür könnt ihr das Ganze sonst noch nutzen? Wenn ihr die Arktis nutzt, um Bärenfelle zu produzieren, worauf wir später nochmal eingehen, nur mal ganz, ganz kurz. Ich springe da nur einmal rüber, damit man gucken kann, was man zum Beispiel damit anstellen kann mit dem Rindfleisch, dann brauchen wir für Bärenjagdhütten und meisterhafte Jagdhütten jetzt mittlerweile über den Köder-Spezialisten, wie gesagt dazu später, im anderen Video, Rindfleisch. Kann man nutzen, kann man rüberschiffen und dann ist, ja, hat man da quasi noch einen Use Case für. Wir machen das Ganze aber eigentlich anders, aber ich zeige es euch trotzdem einmal kurz. So, sobald das Kraftwerk jetzt hier sein Öl kriegt, sehen wir das. Wir gehen ganz kurz nochmal auf einen grundsätzlich, ihr könnt bei elektrifizierten Weiden das Pensum nicht hochdrehen, das Arbeitspensum. Sie funktionieren nur mit Strom und sie laufen unabhängig von der Weide. Natürlich unabhängig von der Farm, aber vollkommen egal. Wir haben jetzt Strom, wir haben das Ganze mal angeschlossen, deshalb war ein kurzer Cut drin. Und ihr seht jetzt, die Dinger haben Strom und laufen. Und pro elektrifizierte Weide kriege ich jetzt eine Tonne Milch. Wir sehen das Ganze hier auch in der Produktionsstatistik. 6 Tonnen Milch produzieren wir hier. Und wir haben quasi eine 100%ige Produktivität, nur darüber, dass Strom ist. Wir können das Ganze aber mit Items pushen. Es gibt für elektrifizierte Weiden ganze 3 Stück. Wir können das Ganze einmal suchen. Elektrifizierte Weide, es gibt die himmlische Milzbrand, den himmlischen Milzbrandimpfstoff, kriegt ihr über die Weltausstellung oder natürlich Forschungsinstitut. Tierantibiotika und die Vitaminergänzung, jeweils ein bisschen mehr Produktivität, kriegt ihr immer über die Weltausstellung, über die Wissenschaftsausstellung, um genau zu sein. Aber natürlich auch über das Forschungsinstitut, theoretisch auch über Aufgaben, aber das ist, finde ich immer sehr, sehr unzielführend, um Items zu farmen. So, und die funktionieren wie folgt. Ich habe das einmal genau hier hingestellt, damit man das sieht. Wir nehmen einmal den Milzbrandimpfstoff mit rein. Milzbrandmedikation wäre eigentlich ein lustigerer Name, aber egal. Und zwar pusht die jetzt die Rinderfarm zum einen. Ne, die Rinderfarm kriegt jetzt plus 40%. Die Weiden, die in der Handelskammer stehen, kriegen plus 40%. Ne, wir haben jetzt 42 Sekunden Verarbeitungszeit. Die elektrifizierten Weiden, die nicht drin stehen, kriegen diesen Bonus nicht. Das heißt, die Felder müssen in der Handelskammer stehen, nicht die Rinderfarm. Wenn wir das Ganze jetzt hier so stehen haben, auch die Weiden,
dann ist die Farm nicht schneller. Ist natürlich aber trotzdem angenehmer, weil wir ja eigentlich in dem Fall zumindest die Felder pushen wollen. Deshalb, das ist eine Möglichkeit. Dann kommen wir jetzt hier wahrscheinlich auf 10 Tonnen, nee, 8 Tonnen. Wir machen Milch aber ein bisschen anders. Und da gehen wir wieder ins wunderschöne Envesa, wo scheinbar alles abgefackelt ist. Aber das ist nicht schlimm. Falls ihr euch fragt, warum stehen die Felder hier und die Farmen da, ich verlinke euch ein Video oben in der Infocard, da oben ist die Infocard, zu einem Bug, den man dafür nutzen kann. Der ist Stand jetzt, 28.05. noch im Spiel. Kann natürlich immer sein, dass der bis dahin gepatcht ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar haben wir hier Sanga-Farmen. Wir können es uns auch wo angucken, wo es normal aussieht. Sanga-Farmen. Die Sanga-Farmen betreiben wir mit einem Silo, damit sie schneller produzieren, mit Tef. Und mit folgenden Items. Wir haben hier drin den liebevollen Viehhirten. 20% mehr Produktivität, aber vor allem minus 20% Module, das heißt ein Feld weniger. Wir haben Valentina Alvarez und das ist das entscheidende Item. Plus 50 Produktivität, plus 125% Arbeitskräfte, okay. Plus 100 Wartungskosten, auch egal. Aber ihr seht es bei den zusätzlichen Waren. Bei jedem dritten Arbeitsschritt eine Tonne Milch. Bei jedem achten Arbeitsschritt eine Tonne Kräuter, auch schön, ne? Nimmt man auch mit, warum nicht? Und wir haben hier noch den fabelhaften Futterplatz für mehr Produktivität. Es gibt eine Variation und die zeige ich jetzt schon mal, weil die wird nachher noch relevant. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit, dass wir statt dem Futterplatz die envisianische Futtermittelexpertin reinnehmen. Da kriegen wir nämlich bei jedem zweiten Arbeitsschritt eine Tonne Mist extra. Das kann auch noch interessant werden später für unsere Baumschulen. Aber wir merken uns erstmal, wir machen über Sanga-Kühe Milch. Warum machen wir das Ganze über Sanga-Kühe? Das ist relativ simpel. Man kriegt oder man braucht den Platz in der neuen Welt deutlich dringender als den in den Besa. Denn in der neuen Welt wollen wir vor allem Einwohner bauen, um Post für die alte Welt zu produzieren, für die überregionale Post. Das können wir leider in Envesa aus irgendeinem Grund nicht. Und deshalb können wir den Platz hier super für Farmen nutzen. Übrigens, habe ich hier Ziegenfarmen gebaut für Ethanol. Das machen wir jetzt über Sanga-Farmen. Also wir holen kein Ethanol hier mehr, sondern wir bauen jetzt Sanga-Farmen. Dann ist wichtig, dass ihr die Sanga-Kühe wegschmeißt. Das heißt, ihr nehmt die mit, ladet die ein. Das ist jetzt hier die Route zum Beispiel. Ihr seht, ich habe hier auch einiges an Schiffen drauf. Ihr ladet hier die Kühe ein und schmeißt sie auf irgendeiner anderen Insel einfach weg. Damit ihr hier die Produktion laufen habt. Denn hier muss die Farm wieder laufen, damit wir Milch produzieren. Nur so fürs Gefühl, so eine Insel, gut, die ist jetzt hier, ne, ein bisschen gemogelt, liefert uns dann am Ende so 257 Tonnen Milch. Das reicht in der Regel für die meisten Spielstände schon. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr gebaut, aber das sollte eigentlich locker passen mit so einer Insel. Damit haben wir Milch. Würde ich euch empfehlen, wirklich die Variante ist in meinen Augen deutlich sinnvoller. Dann springen wir mal zurück. Wir gucken uns wieder die Produktionskette an. Als nächstes brauchen wir Schokolade. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, dass ihr Schokolade tatsächlich produziert. Davon würde ich abraten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die für Leute wie mich, die eigentlich grundsätzlich erstmal alles importieren. Und zwar ist es so, in der Speicherstadt kann man Schokolade kaufen. Also kauft Schokolade und schifft die nach Manola. Beziehungsweise ich muss mal hier hin. Es wird hier eine Route geben. Das heißt, wir gehen hier auf 200. Das ist Manola, meine Insel. Und dann haben wir hier eine Schokoladenroute von 315. Das heißt, wir gehen ins Cap Trelawney. Hier unten ist 315. Hier kaufe ich Schokolade ein. Schipper die runter. Und das war's. Aber ich habe noch eine zweite Quelle. Und zwar ist das Kaffee. Grundsätzlich zur Kaffeeproduktion habe ich jetzt schon mittlerweile 3 Videos gemacht. Da wird noch ein viertes kommen. Dank eines Tricks mit permanenten Festen. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch gerne mal Sasunos Video dazu oben in der Infocard. Werde ich dann in dem Video auch nochmal explizit drauf eingehen. Damit plane ich jetzt nochmal ein Update für die Kaffeeinsel. Ja, aber ansonsten verlinke ich euch auch mein Kaffeeinsel-Video oben in der Infocard. Und zwar produzieren wir Kaffee. Und wir nehmen als Items mit den Marco della Mocca. Der ist einfach, unfassbar stark.
50% Produktivität, 10 Attraktivität ist tatsächlich relevant, vor allem auf Manola, weil wir da eine gewisse Attraktivität halten müssen, damit unser Lager so groß ist. Dann habe ich hier schneller reich werden, Band 4 keinen Mist, für ein bisschen mehr Ethanol. Es gibt eine Alternative und die ist hier drüben drin, da wo gerade Streik ist. Und zwar ist das Salvador der Standhafte. Mit dem kriegen wir 100% Produktivität, 25% mehr Arbeitskräfte brauchen wir, aber das ist egal. Wir brauchen statt, ich glaube, Oberas und sonst, brauchen wir Artistas. Das ist super, weil davon haben wir immer genug. Und wir kriegen bei jedem dritten Arbeitsschritt eine Extraware. Das ist deshalb super, weil wir dann halt auch noch ein bisschen mehr Kaffee kriegen, denn den brauchen wir ja in Hülle und Fülle für unsere Investoren. Und das dritte Item ist Cecilia, die Kaffeesörin. Da kriegen wir bei jedem vierten Arbeitsschritt eine Tonne Schokolade extra. Wenn ich mir jetzt mal angucke, nur mal rein theoretisch, wenn wir jetzt hier einfach mal auf Kaffee gehen. Ich verbrauche 1440 Tonnen Kaffee. Und produziere 76, den Rest kaufe ich ein. Aber trotzdem, wenn ich für 1440 Tonnen Kaffee das produzieren würde und bei jedem vierten Arbeitsschritt eine Tonne Schokolade extra kriege, ne, dann, das ist schon eine ganz schöne Messe, über 300 Tonnen, 350 roundabout. Das lohnt sich, da kommt ordentlich was rum. Ich habe jetzt hier einen Aufstand, deshalb ist das ein bisschen weniger, aber ihr seht ja, ich produziere hier 604 Tonnen Kaffee und auch nochmal on top knapp 123 Tonnen Schokolade. Das ist jetzt gerade ein bisschen weniger, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr weniger, weil ja, die randalieren hier irgendwie, keine Ahnung, sollen sie machen, ist mir egal. Und so hole ich meine Schokolade über Kaffee, nicht über Schokoladenproduktion selber, denn den Kaffee braucht ihr eh, also mache ich es so. Und dann gibt es noch eine dritte Ware und die kennen wir auch schon, und zwar sind das Zitrusfrüchte. Und da habe ich extra eine eigene kleine Insel eingerichtet und die ist perfekt, um das Ganze mal zu zeigen. Und zwar nennt sich diese Insel bei mir Citrus 2. Und hier sieht man schon, dass ich das mit geklippten Baumschulen mache. Das heißt, ich habe hier ein Gitter. Ich habe hier ein Gitter mit Handelskammern. Und genau in diesen Schnittpunkten stehen Baumschulen. Ja, dadurch sind die doppelt geboostet. Ich gehe da relativ kurz nur drüber, weil wir das alle schon häufiger hatten. Mit folgenden Items. Wir haben die Bestäubungsmethode für mehr Walddichte und die schneller reich werden Band 1 für mehr Walddichte. Ja, auch mehr Produktivität, aber die Walddichte ist entscheidend. Warum ist die Walddichte entscheidend? Dadurch haben wir hier so viel Walddichte, also quasi wie viel Baum auf einer Fläche steht, dass wir hier quasi, wir haben jetzt mal die Schokoladenfabrik hier, ne, wir können das hier alles zukleistern. So. Und seht ihr diesen hellen Bereich hier? Das alles reicht an Fläche für die Baumschule wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, um vollständig zu arbeiten. Und deshalb ist Walddichte halt so interessant. Und dann haben wir noch die Bodenkundlerin. Tropen. Es gibt zwei, aber wir nehmen die für die Tropen. Dann kriegen wir bei jedem zweiten Arbeitsschritt 3 Tonnen extra. Da wir geklippt sind, kriegen wir bei jedem zweiten Arbeitsschritt 6 Tonnen extra. Das heißt quasi unsere Produktivität effektiv mal 3. Zusätzlich kriegen wir noch ein bisschen Produktivität mehr. Ja, okay, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, aber ganz entscheidend, wir benötigen jetzt Mist. Und jetzt kommen wieder unsere Sanga-Kühe ins Spiel. Ihr merkt, wir schmeißen hier quasi nichts weg an Zusatzwaren, denn wir produzieren ja, ihr erinnert euch ja sicherlich, hier ein wenig Mist über unsere Futtermittelexpertin. Das schippern wir dann einfach hier rüber und produzieren hier Zitrus. Fürs Gefühl, ich habe hier 15 Zitrusfrucht-Baumschulen. Ich habe das Arbeitspensum hochgedreht und ich habe das Bronzezeit-Set für mehr Produktivität 5% und für Extraware bei jedem 10. Arbeitsschritt nochmal eine. Ist nicht so viel, aber hey, warum nicht, ne? Und wir produzieren hier 351 Tonnen Zitrusfrüchte auf 80 Tonnen Mist. Und 80 Tonnen Mist kriegt ihr easy hin, ne? Wenn ihr bedenkt, ihr kriegt theoretisch bei jedem zweiten Arbeitsschritt eine extra Tonne Mist bei den Sanga-Kühen und wir meinen wie 1000 Tonnen Sanga-Kühe. Also es ist easy machbar. Es ist nicht ganz so viel wegen Silo, aber trotzdem, also 200 mindestens Mist kriegt ihr locker aus einer Insel raus, wenn ihr es wirklich drauf anlegt mit Verschiebebagger und alles. Ne, deshalb, man kommt gut an den Mist. Übrigens, falls ihr euch das mal gefragt habt, wie viel dieses Bronze-Zeit-Set überhaupt bringt, wir sind ohne, ja, bei 336 Tonnen. Also es macht schon einen kleinen Unterschied. So, und damit haben wir auch schon unsere Zitrusfrüchte. Relativ easy tatsächlich.
Ja, man muss an die Items kommen, alles schön und gut. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht, wenn es euch nicht ganz so wichtig ist, wie 100% effizient das ist, könnt ihr hier natürlich auch noch mehr Zitrusfrüchte mit reinstellen. Dann kriegt ihr aus so einer Insel noch mehr raus, aber ich würde euch empfehlen, stellt da jetzt einfach Häuser zwischen. Dann haben wir alles. Jetzt braucht man ein Layout für unsere Eiscreme. Ich habe da mal was zusammengebastelt. Das ist jetzt noch ohne Lagerhäuser. Nach meiner Sicht müsste das so passen. Vielleicht habe ich wieder irgendwas nicht gesehen, aber damit müsste alles angeschlossen sein. Wichtig, dieses Layout ist dafür ausgelegt, dass ihr Strom habt. Wenn ihr keinen Strom habt, wird das so mit dem Verladen hier nicht klappen. Habt ihr Strom, ist das kein Problem. So, schließen wir mal an. Alle angeschlossen. Sehr schön. Dann könnt ihr hier raus noch Straßen drum ziehen. Wenn ihr da unbedingt Bock drauf habt. Und so kriegt ihr wirklich jede Menge, ja, Eiscreme-Fabriken. Jetzt sind es 35 in so eine Handelskammer. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Da kriegt ihr viel raus. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Manola habt, was ihr habt, wenn ihr Aufstieg der neuen Welt habt und damit Eis, stellt es auf Manola. Denn ihr habt auf Manola immer Strom mit eurem Staudamm. Und ich produziere auf Manola meine kompletten Filmrollen, ich produziere meine kompletten Ventilatoren, ich produziere mein komplettes Ethanol, meinen kompletten Zellstoff, meinen kompletten Mezcal, mein komplettes Eis. Das sollte man nach Möglichkeit schon nutzen. Meine Meinung. Kann man aber am Ende machen, wie man möchte. Auf Manola ist das Ganze so ein bisschen Layout begrenzt, da müsst ihr ein bisschen puzzeln. Ja, das ist nicht immer ganz so einfach. Hier könnte man aber zum Beispiel mal Folgendes machen. So und so. Ich mache nämlich hier noch einen Anschluss rein. Und dann bastelt ihr das quasi drauf. Ich habe insgesamt 81 Eiscreme-Fabriken. Das reicht für gut 300 Tonnen. Und ich produziere das Ganze mit folgenden Items. Ich habe zum einen Gennaro Garibaldi, Schokolatier ihrer Majestät, plus 50% Produktivität, Attraktivität extra. Wie gesagt, auf Manola durchaus interessant, wenn ihr hier Aluminiumschmelzen habt, weil die hauen ganz schön auf die Attraktivität. Und für die Hacienda braucht ihr einfach eine gewisse Attraktivität. Außerdem kriegt ihr Zucker und Rum extra. Rum immer nett, wenn ihr Ingenieure habt. Warum nicht? Was man ja mittlerweile normalerweise baut wieder. Also warum nicht, könnt ihr ein bisschen Zufriedenheit mitgeben. Dann haben wir Charlotte, die Schokoholikerin. Die war eigentlich mal gedacht für Schokoladenfabriken und Küchen und jetzt ist die Eiscreme-Fabrik dazugekommen. Die bringt uns 40% Produktivität und bei jedem vierten Arbeitsschritt eine extra Tonne Zucker. Genauso wie Gennaro Garibaldi. Warum ist das denn überhaupt interessant? Ganz einfach, die Lösung heißt Mezcal. Mezcal braucht Zucker. Und Zucker produzierten wir eigentlich immer, weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert, über Küchen. Ja, Küchen waren immer so der Go-To. Jetzt kriegen wir ein bisschen was von dem Zucker über Eiscreme-Fabriken. Warum nicht, ne? Wir haben die Produktivität eh, die pushen auch die Produktivität, also sehr nice. Und dann habe ich hier noch drin Feras Al-Sarami, Meister der Hypnose. Man könnte auch überlegen, wir gehen einfach mal kurz hier rein. Es gibt noch ein, zwei andere, Items, die man theoretisch nutzen kann. Ja, ihr könnt auch einen Elmas elektrischen Ofen nehmen. 40% mehr Produktivität, habt ihr ein bisschen weniger Arbeitskräfte. Und ihr könnt auch eine innovative Druckerpresse nehmen, wenn ihr die Arbeitskräfte ein bisschen mehr reduzieren wollt. In der Regel habt ihr aber genug Artistas, die ihr dafür braucht als Arbeitskräfte. Von daher ist das eigentlich kein Problem. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die meiner Meinung nach Sinn ergeben könnte. Und das ist schneller reich werden, Band 4 keinen Mist. Da ist die Eiscreme-Fabrik jetzt auch reingerutscht, da ist die industrielle Ölpresse reingerutscht, das Labor für Medizin ist da reingerutscht. Früher waren es ja nur alle Getränkehersteller und die Chemiefabriken, die umstehen, und damit kriegt ihr extra Ethanol. Das heißt, wenn ihr kein Ethanol habt oder zu wenig Ethanol produziert, kriegt ihr damit nochmal bei jedem vierten Arbeitsschritt eine Extratonne. Ihr kriegt sogar auch ein bisschen mehr Produktivität. Arbeitskräfte sind, wie gesagt, eigentlich kein Problem. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt bei gut 300 Tonnen Eiscreme wären es nochmal 75 Tonnen Ethanol, wenn man das Ganze benötigt. Ich würde es nicht nutzen, weil man Ethanol deutlich sinnvoller einfach mittlerweile wieder über die normalen Produktionswege kriegt. Und deshalb empfehle ich euch den Feras Al-Sarami. Einfach weil der die meiste Produktivität bringt. Dann dreht ihr noch hier das Arbeitspensum hoch und dann geht's ab. Ihr braucht, wenn ihr Strom habt, kaum Lagerhäuser, weil die relativ zackig dann verladen. Das funktioniert ganz gut.
und damit produziert ihr komplett Eis. Und das Schöne an dieser ganzen Produktionskette ist, dass ihr in dieser Produktionskette eine sehr schöne Wertschöpfung habt. Das heißt, ihr produziert die Sangha-Kühe, damit, die braucht ihr nicht, aber gut. Damit produziert ihr Milch. Und mit diesen Sangha-Kühen produziert ihr auch noch Mist für die Zitrusfrüchte. Ihr könnt natürlich noch mehr Mist produzieren, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, mal angenommen, ihr wollt Medizin produzieren. Nee, nicht Medizin, irgendwo anders brauchte man noch was. Aber egal, schlechtes Beispiel. Ja, Entschuldigung, andere Ware, die wir für Ingenieure brauchen. Und zwar mal angenommen, ihr wollt Shampoo produzieren. Da benötigt ihr Kokosöl und Zimt. Da braucht ihr auch wieder Mist für. Also mehr Sangha-Kühe. Immer die Lösung. Von daher immer eine gute Sache. Übrigens, zu Shampoo kommen wir auch nochmal in einem anderen Video. Falls ihr euch das gefragt habt. Falsche Welt. Immer noch falsche Welt. Ja, und so produziert ihr mit der kompletten Produktionskette Eis. Relativ simpel eigentlich und es bringt richtig schön Einwohner. Ne? Ich habe jetzt hier Ingenieure. Ich weiß gar nicht, ob das hier... Nee, das hat jetzt nicht das beste Panorama, deshalb ist es ein bisschen dämlich. Im Stufe 3 Wolkenkratzer bei Ingenieuren bringt das Ganze nochmal gut 22 Einwohner. Das sind bei 1000 Häusern 22.000 Einwohner. Die nimmt man mit. Klingt erstmal nicht so viel, ist aber, wenn man es natürlich über die ganzen Inseln zieht quasi, doch eine ganz schöne Menge, weil, ne, ich habe 5000 Ingenieurshäuser. Also, das macht schon Bock. Von daher, so produziert ihr Eis. Passt ja auch zum schönen warmen Wetter draußen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Nachbauen, bei Anno, was auch immer ihr gerade da so treibt. Und ja, sagt Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.